Ich meine, wenn wir hinter uns auf die Bahnhofsuhr gucken, dann sehen wir auch, wie lange noch, Roman? Geht gleich los. Jetzt sind noch so, ja, 15 Minuten, dann geht es los. Lichtblicke 2012, weil Menschen Hoffnung brauchen. Lichtblicke on Tour. Dein erster Auftritt ist jetzt schon rum. Du standst gerade schon auf der Bühne. Jetzt sind wir unterwegs hier schön auf der Autobahn zum Konzert Nummer 2. Genau. Wie war denn das erste? Hat alles gut geklappt? Alles hat super geklappt. Waren noch einigermaßen viele Leute da, weil ich habe gedacht, es kommt keiner, weil es so verdammt kalt war. Alle, die das da hinten hören, einmal ruhig hier ganz nah dran kommen. Hier ist es schön kuschelig warm. I know. I'm taking my chances and making it right tonight. And I know that after tonight you don't ever look about the stars. No, no, I know, I know. Till the end of tonight you don't ever look about the stars. And I know that the love is alright. You don't ever look about the stars. No, no, I know, I know. Till the end of tonight you don't ever look about the stars. No, 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 no. Wenn wir hinter uns gucken, dann sehen wir auch deine Bühne. Was sagst du zu deinem Truck? Sehr geil. Also das ist das erste Mal, dass ich jetzt in so einem, ich muss mal Caravan spiele. Und ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass noch ein paar Leute vorbeikommen und mit uns die Sonne genießen. Und beim nächsten Song brauchen wir alle Hände. Mit diesem Song versuchen wir nämlich jetzt die Sonne rauszuholen. Wenigstens ein paar Strahlen. Nämlich der Song heißt Call Out the Sun. Come on. Cheer. You can call out the sun, yeah. Haha. Ich blicke auf 2012. Ich finde, das ist eine super Sache. Wir wurden angefragt, ob wir Bock haben, da ein bisschen Mucke zu machen. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass man auch irgendwie, ja, als Musiker so Sachen unterstützt und auch einfach dann irgendwo umsonst draußen spielt und sagt, hier, alles cool, machen wir. Ist für guten Zweck, warum nicht? Dankeschön! Yeah, 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 yeah! Jo, Bielefeld geht ab! Haben wir schon gute Stimmung, aber Bielefeld, yeah! Trotz Schnee, trotz Kälte, das ist sehr geil, sehr nice. Also heute hier mit der Aktion Lichtblicke unterwegs. Ist für einen guten Zweck und auch wenn es nur 50 Cent sind, 1 Euro oder 2 oder 50 Euro oder 100, das ist nicht viel Geld. Und macht dir das denn Spaß, so nah dran zu sein, so kleine Konzerte zu geben? Finde ich sogar noch cooler, weil es ist natürlich so, dass in den großen Hallen hat man nicht so diesen persönlichen Flavor, finde ich. Also man hat, wenn man den Leuten näher ist, dann ist es ein bisschen eine chillige Stimmung. Also so kann man das schon sagen. Unser dritter Lichtblicke-Tag on Tour ist jetzt auch vorbei und ich glaube, die Jungs kommen gerade ganz erfroren von der Bühne. Hallo, ja. Kommt runter, kommt ein bisschen ins Warme. Stellt euch mal dahin. Juhu. Ja, genau. Alright. So, ich weiß, es war ein langer Tag, es schneit, es war ein kalter Tag, aber es war gut, oder? Es war sehr geil. Die Aktion ist ja noch nicht wirklich vorbei, ne? Das heißt,
Nur weil ihr jetzt nach Hause fahrt, kann man ja trotzdem weiterspenden. Das stimmt. Also das heißt, es geht noch bis Weihnachten. Ne? Und das heißt, immer weiterspenden, das ist eine gute Sache. Ihr könnt auch von zu Hause spenden. Informiert euch, das ist eine Wahnsinnsaktion. Also spendet, spendet, spendet. Und damit geben wir ab aus dem verschneiten Bielefeld. Yeah.